Capri-Sonne heißt jetzt Capri-Sun. Und dafür erntet das Unternehmen in den sozialen Medien einen klassischen Shitstorm. Denn trotz hoher Müllberge und viel zu viel Zucker in den Getränken, Capri-Sonne ist nach wie vor eine Lieblingsmarke der Deutschen. Und bei Lieblingsmarken, da hört das Verständnis der Verbraucher auf. Lieblingsmarken geben Halt und Sicherheit und sie wecken Kindheitserinnerungen. Und so mancher Erwachsener zuzelt sich hin und wieder gerne ein bisschen Vergangenheitsverklärung aus den kleinen Tüten. Der Name ist also eigentlich gar nicht das Problem. An den werden sich die Verbraucher schon gewöhnen, zumal Sonne und Sun kein großer Unterschied ist. Das Problem ist das Produkt selbst. Capri-Sonne hat versäumt, sich deutlich gesünder zu positionieren. Nach wie vor kritisieren Verbraucherschützer den hohen Zuckergehalt. Und verantwortungsvolle Eltern, die ihr Kind mit Biofleisch und regionalem Gemüse bekochen, schreiben schon lange nicht mehr Capri-Sonne auf die Einkaufszettel. Es gilt also, diese Verbraucher zurückzugewinnen. Denn wenn Kinder nicht von Anfang an Capri-Sonne trinken, dann können sie später auch keine Kindheitserinnerungen mit dem Getränk verbinden. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob Sonne draufsteht oder Sun.